Ja, und nach all den anfänglichen Schwierigkeiten, Drama Queen lässt grüßen, bin jetzt im zweiten Jahr alles eingepegelt. Neues Wissen angewandt, einfach gemacht. Gar nicht so viel Liebe drin gepackt, sondern einfach daran gedacht. Hey, ich muss mal irgendwann auch aus meinem Garten essen. Und es wächst. Ist halt eben doch nicht so einfach, wenn man wohin kommt, wo man komplett fremd ist. Auch der Natur gegenüber, dass man da irgendwie sein Gehirn ausschalten lässt, ist kaum möglich. Man fängt sofort an, auf Kriegsfuß mit Mutter Natur zu gehen. Dabei ist es hier so einfach und ich denke mal, dass es auf alle anderen Landstriche auf der Welt genauso anwendbar. Macht doch keinen Krieg gegen Mutter Natur, wenn ihr gärtnert. Nein, es geht viel einfacher. Arbeitet mit ihr zusammen. Und das habe ich erst hier erkannt. Dass ich die ganze Zeit vorher auf Kriegsfuß war mit Mutter Natur. Immer gegen sie gearbeitet habe. Viel zu viel rumgekünstelt. Einer meiner Zuschauer hat das mal gesagt. Nico, warum künstelst du so viel rum? Machst du doch einfacher, ja? Erst Wochen, Monate später habe ich dann geschnallt, was damit eigentlich gemeint wurde. Gemeint war. Und plötzlich hat man auch gar nicht mehr so viel Arbeit im Garten. Weil das hier ist ein Waldgarten, der ernährt sich komplett aus sich selbst heraus. Und du brauchst nur wegnehmen, was du für dich benötigst. Und wenn du dabei nicht ganz so gierig bist, funktioniert das auch. Am Anfang war das alles nicht so einfach hier, aber das spielte sich nur in meinem Kopf ab. Als ich dieses Kriegsschauspiel dann beendet habe, war alles plötzlich so einfach. Glaubt mir gar keiner. Wenn man dann noch die Zusammenhänge erkennt, dann einfach einklingt, dann arbeitet man plötzlich mit ihr zusammen und nicht mehr gegen sie. Dass das gierige Herz dann erstmal besiegt, dann sieht man plötzlich, Mann, so viel brauche ich gar nicht. Was hier alles so rumwächst, da werde ich ja 100-mal von satt.